Und zurück zu Uncharted 4. So, den großen Abgrund haben wir überwunden hier. Jetzt geht's da vorne weiter. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass wir bald wieder Hier geht es nicht durch. Und wie in ein kommen wir rein? Feuergefecht kommen. Schauen wir mal. Sind wir schon ziemlich lange hier unten. Sieh mal an, wenn hier nicht alles Ja, irgendwie wird es immer tiefer hier. säßen wir wohl wieder fest. Nathan, sieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl. Wie zum Teufel kommen wir rüber? Gehen wir mal hier runter. Da liegt schon eine Leiche. Schon ziemlich verfault. Und der wird schon länger hier liegen. Was ist das? Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Versuchen wir es. Oh mein Gott, was ist das? Wird schon schief gehen. Ich glaube, wir müssen irgendwie die Balance halten. Runter und. Puh. Nein! Nein! Ihr habt doch jetzt irgendwo Boden gehabt, oder? Wird schon schief gehen. Okay, jetzt warte mal, schauen wir nochmal. Nathan, halt! Das geht nicht, du bist zu niedrig. Ja, spring doch rauf hier. Komm zurück, ich drücke ihn runter. Ja, komm. Okay. Müssen wir darüber? Okay. Schafft. Okay. Hätte man eher sagen können. Gut. Und ich? Stimmt, ich sehe mich um. Cool. Cool. Ich warte einfach hier. Nein. Nein, 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 nein! Da muss ich daran, das Zahnrad, okay. Schätzen, die in diesen Todesfallen steckt. Nicht so überheblich. Komm, 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 zieh. Okay, da ist die Kiste. Die schieben wir jetzt einfach mal darauf, würde ich sagen. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Schwerer als ich. Sprung. Wenn das mit dem Schatz nicht klappt, können wir auch zum Zug. Oh, Mist. Oh. Ich hab dich. So. Aber gerade noch jetzt. Boah. Ein weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Nee. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Na los. Kommt wahrscheinlich eine Todesfalle hier. Dem Statuen, den ich gerade einladen darf. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt,
Wer dekoriert die Stelle für einen... Sieht schon wieder aus, als wenn hier irgendwelche komischen Dinge am Boden sind. Wir gehen immer ein bisschen seitlich. Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Okay, da ist noch so eine komische Tür. Vielleicht auch wieder mit irgendeiner Falle dran. Daran gewöhne ich mich nie. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Die sprengen schon wieder alles. Ich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Das finde ich echt geil gemacht, so Indiana Jones mäßig. Wow. Erkennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery, er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay, toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute, wofür? Mein Gott. Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings ja, steig nun drauf. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Ja, ein Kruzifix stellt das Kreuz da, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Auf Wiedersehen. Okay, ich glaube, hier muss ich hoch. Los, ich geb Deckung! Mach ich! Boah! Was ist denn los? Bin okay! Statt runter mit dem Ding! Boah! Du, Lenny! Komm schon, komm schon!
stirb! Scheiße! Fuck, hier geht's ab, ey. Was ist der Plan? Sag was! Nein! Scheiße, Nathan! Bist du bereit? Die lassen die Penner hier ab. Wir müssen oben rum raus. Nathan! Da, Mensch. Hey Sam! Komm! Die Nähe hat sich alles! Mann! Wir haben in ein Wespennest gestochen! Ja, gestochen, geschlagen und es angezündet! Muni mitnehmen, Muni! Kommt der hier lang? Boah. Auf keinen Fall. Noch wieder eine Gide, ey. Nein, der lebt immer noch. Was ist denn da los? Egal. Nein, jetzt musst du ja nachladen. Gibt's doch nicht. Die AK ist besser. So, weiter geht's. Hab unsere Ziele. Eine müsste noch da sein. Verdammt, ey. Ich höre das Feuerwerk bis hier. Was zum Teufel ist los? Lange Geschichte. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg. Das dachte ich mir. Haltet durch. Ich bin bald da. Thank you.
ist denn das? Mein Gott. Da jetzt schon eine Dynamite hochgeschmissen. Das gibt's doch gar nicht. Baller den noch weg jetzt. Mal dran hier. Geschafft! Weiter! Oh, Mist, Sam, Scharfschütze! Deckung! Meine Fresse. Also, wie die Granaten schmeißen, ist ja unglaublich. Wunder, dass du auch einen hast. Wir sind sicher! Zu nah! Hey Junge, hier oben!
Ein Schuss nur noch, ich glaube, ich nehme die AK mit. Lande mal. Irgendwie kommen wir zu dir. Schön Munition mitnehmen. Dann müssen wir was eigentlich packen. Noch weiter! Immer weiter! Läuft das bei dir denn immer so? Nein! Bruder schon! Ja, schon irgendwie! So, ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, ist down. Ich sehe nichts. Einfach weiter runter bis zum Wasser. So, ich hoffe, ihr müsst jetzt bald mal da sein. Okay, nochmal, springen wir hier runter. Boom! Vergiss die, Mann! Wir müssen weiter! Wo ist der denn hingesprungen, Mensch? Ja, da rein. Boah. Macht ihr denn? Headshot. Ich brauch mal irgendwie Munition. Oh, Scheiße! Geh mal hier hoch. Bald mal geschafft haben jetzt. Ich spring jetzt einfach mal hier runter, das ist egal. Ist. Boah. Ran da, ran, 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 ran. Boah, Alter. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht. Die Flugzeug ist eh schon wurscht. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier. Wir sind reich. Herrje. Immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor. Wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen.
Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, wir müssen den Vulkan besteigen. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Und? Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Okay, und wie es denn hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also bleibt dran, es ist ziemlich spannend schon. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Andi.